Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German Speaking. In this lesson, you'll be learning how to talk about your family and write a small text on your family at the end. So, let's begin. Meine Familie. Let's start with describing the family size. Meine Familie ist groß. Or you can say, meine Familie ist klein. Another way of saying this is, ich habe eine große Familie. Or, ich habe eine kleine Familie. Now we'll talk about, with whom do you live? Ich wohne bei meinen Eltern in Berlin. Or if you're just living alone, you would say, ich wohne alleine in Berlin. And if you're living with your partner, you would say, ich wohne mit meiner Frau oder mit meiner Freundin in Berlin. Or, ich wohne mit meinem Mann oder mit meinem Freund in Berlin. And if you're living with your complete family, you would say, ich wohne mit meiner Familie in Berlin. If you're living on a sharing basis, you would say, ich wohne in einer WG in Berlin. WG or Wohngemeinschaft is a shared apartment, which is shared by 2, 3 or more people. In such an apartment, you share the rent and the rooms, etc. This is a very common form of living in Germany. So these are a few sentences to describe how you live. Please pick up the sentence that suits your living condition. Now let's talk about who all are there in the family. You would say, all or any of these. In meiner Familie gibt es meinen Vater, meine Mutter, meinen Opa, meine Oma, meinen Bruder und meine Schwester. Don't forget to use the accusative article. For masculine nouns such as Vater, Opa, Bruder. If you want to revise the accusative article, you can watch our video on the accusative case. When you're talking about your family, you can also say ich habe einen Bruder oder zwei Brüder, eine Schwester oder zwei Schwestern, eine Freundin oder einen Freund, eine Tochter oder zwei Töchter, einen Sohn oder zwei Söhne, einen Vater und oder eine Mutter, einen Mann oder eine Frau, etc. You can further give details about your family members. You can choose any structure here that matches with them. For example, if you're talking about your brother oder Bruder, you would say, ist 15 Jahre alt. Or if you're talking about your mother, you can say, sie heißt Petra. Or if you're talking about your wife, you can say, sie ist Lehrerin. You can also talk about 2 or more people. You can talk about your parents and say, sie sind berufstätig. So you can make sentences as per your family members. Now let's see how to talk about a family as an example. And here is a text. Meine Familie ist klein. Ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart. In meiner Familie gibt es meinen Vater, meine Mutter,
meinen Bruder und meine Schwester. Mein Vater ist berufstätig und meine Mutter ist Hausfrau. Mein Bruder ist 20 Jahre alt. Meine Schwester ist verheiratet. Ich liebe meine Familie. Und wie ist deine Familie? Let's look at another small description of a family. Meine Familie ist klein. Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. Sie ist berufstätig. Wir haben zwei Kinder. Mein Sohn ist 7 Jahre alt. Meine Tochter ist 10 Jahre alt. Ich liebe meine Familie. Und wie ist deine Familie? Now do try to write a small text on your family. Great! Hope you enjoyed this lesson. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!